Wisst ihr, was mir so aufgefallen ist? Und zwar, in meinem Video, wo ich den Angel Juicer verkauft habe für 1300 Euro, hatte ich 1800 Kommentare, 4000 Likes und so weiter. In den Videos danach, wo ich nichts verkauft habe, hatte ich ca. 200 Kommentare. Das spricht wirklich für ein Geben und Nehmen. Kommen wir zu etwas sehr Erfreulichem. Ich habe einen Brunnen gekauft in Afrika. Seht ihr hier auch eingeblendet, das Bohrloch ist schon bezahlt, der Flug und so weiter, Unterkunft, das muss noch alles bezahlt werden, das kommt alles nächste Woche. Damit möchte ich mich bedanken, die immer wirklich einschalten, kommentieren, liken und so weiter, damit sie den Kanal unterstützen und auch irgendeine Art und Weise immer den Kanal unterstützt haben, ja, mit was. Das war mein ganzes Spendengeld übrigens, was ich in den letzten 2,5 Jahren bekommen habe. Und noch dieser Flug und so weiter wird von den Vitosomal-Einnahmen gekommen werden. Auch dafür danke, dass die Leute da meine Supplements natürlich auch kaufen und so weiter. Und damit natürlich auch solche Projekte unterstützen, weil das möchte ich in Zukunft mehr machen. Ja, auch so ein kleiner Aufruf vielleicht an die Leute, die vielleicht zugucken, irgendwelche größeren YouTuber oder sonst was immer. Es wird immer nur ihre Autos gezeigt, ihre Häuser gezeigt, die sie sich so kaufen oder sonst was, aber der gute Zweck bleibt manchmal oft auf der Strecke. Noch ein kurzer Einschub, und zwar, jetzt überleg doch einfach mal, wegen dir und mir halt, und weil wir diesen Kanal geschaffen haben und Menschen diesen Kanal auch fördern, ja, nur die quasi, haben wir es zu verdanken und nicht den Dislikern und solche Sachen, haben wir zu verdanken, dass ein Dorf in Afrika bald, wenn die Trockenzeit anfängt, wieder trinken kann. Was gibt es Geileres auf der Welt, als dieses Gefühl, heute Nacht schlafen zu gehen, ich und du, also nicht zusammen, vielleicht, ich und du, und mit dem Gedanken, dass wegen dir jetzt halt Menschen da trinken können, sauberes Trinkwasser haben. Sagt es mir bitte, was kann mehr befriedigend sein? Und ihr seht einfach, was man schaffen kann, wenn man etwas Positives fördert halt eben. Und es wird immer Menschen geben, die dich versuchen kaputt zu machen, ja? Die dich schlecht zu machen. Auch das werden jetzt Menschen schlecht machen. Auch wenn ich dieses spende und so weiter, das werden auch Menschen schlecht machen. Es ist mir egal. Meine Message ist Liebe, Love und Peace. Und vielen Dank für der Bergpredigt hier aus Bethlehem. Gut, ich habe etwas recherchiert bei Uwe im Nachtschrank, und zwar ist mir aufgefallen, dass der Uwe letzte Zeit ziemlich viel grinst. Wenn ich mir ihn so angucke, hat er nicht so viel zu grinsen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich etwas gefunden habe, und zwar dieses Pulver hier. Und dieses Pulver hat eine sehr bestimmte Eigenschaft. Ja? Also ich probiere das mal ganz kurz hier. Das schmeckt so ein bisschen wie... Hast du vertauscht, ne? Das Paprikapulver, ne? Boah, du Assi. So, ich möchte etwas ganz sehr, sehr Spannendes aufdecken. Wirklich sehr, sehr krass, wie ignorant die Pharmaindustrie leider doch ist, weil es so krasse Alternativen mittlerweile gibt, pflanzliche. Und da kann man wirklich nicht wegschauen, was ich gleich aufdecken werde. Also, Viagra, ganz kurz, ja? Und zwar Phosphodiesterase 5-Hämmer. Darum geht's. Das tut Viagra. Sildenafil ist der Wirkstoff. So, und durch diese Hemmung, ja, von diesem Phosphodiesterase 5 passiert dann dementsprechend eine Steigerung der Konzentration von Guanosinmonophosphat in deinen Zellen. Und das bewirkt dann wiederum vermehrt, dass die Muskulatur erschlafft und der Blutdruck gesenkt wird und dadurch mehr Blutfluss in den Gewebe einfließen kann, wo du es dann letztendlich auch noch haben willst. So, und auf jeden Fall ist es so, dass es mittlerweile sehr krasse Alternativen dazu gibt und diese sogar besser sind. Jetzt mal vorneweg, egal, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, offensichtlich reden wir hier von einer Symptombekämpfung, ganz, ganz klar. Aber es gibt natürlich auch einen Prozentsatz wahrscheinlich, der durch einen Unfall, Gendefekt, wie auch immer, Hodenkrebs, wie auch immer, vielleicht schon davon profitieren könnte, okay? Sind wir so ehrlich einmal, ja? Trotzdem gibt es pflanzliche Alternativen, die dich viel besser stimulieren, ohne einen Chemie-Cocktail zu... Cocktail, sehr lustig, Patrick. Cocktail, alles klar, Digga, du bist so richtig lustig, Patrick. Nun lass uns einmal schauen, was die Mutter Natur uns so beschafft hat. Also, Cyclophosphamid, das ist ein Zusatz der Chemotherapie. Und der veranlasst dann dementsprechend die Rückbildung deiner Geschlechtsorgane und so weiter, Testosteronwert, und alles wird quasi abgebaut dadurch, ja? So, und jetzt ist ganz, ganz interessant, das hat Mylak schon 2002 belegt, dass dieser Stoff das tut, der Chemotherapie. Und er hat auch herausgefunden, dass Vitamin C es verhindert. Deshalb kauft liposomales Vitamin C von Vitasum 8. Nein, Spaß, kauft es wirklich. Also, es ist so, es wurden 4 Gruppen gemacht in dieser Studie. Ja? Einmal die M-Gruppe, das heißt die Chemotherapie-Gruppe, dann die Kontrollgruppe, die hat gar nichts bekommen. Dann eine Gruppe, ja, jetzt kommen wir zum Kraut, von dem wir eigentlich reden. Icarin ist der Wirkstoff des hornigen Ziegenkrautes. Ja? Horny Goat Herb. Ja, und
Es ist so, dass dann dementsprechend die andere Gruppe Chemotherapie plus Ikarin und dann Testosteron wirklich gespritzt, ja, plus Chemotherapie, ja. So, und herausgekommen ist, dass ganz klar die, bei der Chemotherapie deine Geschlechtsorgane und so weiter geschrumpft sind, ja, und das Testosteron um das Vierfache gesunken ist. Jetzt das Interessante, in der Gruppe Ikarin, die auch Chemotherapie bekommen haben, ist der Wert um das Dreifache nochmal gestiegen. Ja, also trotz Chemotherapie nochmal dreifach gestiegen, ja, das ist ca. 14-fach so stark dementsprechend war, ja, und Testosteron angehoben hat. Dazu gibt es auch eine andere Studie, die auch genau das bewiesen hat. Ja, zum Beispiel 100 Milligramm pro Kilo im Körpergewicht wurden verabreicht. Und das, auch hier sehen wir ja fast dreifache Verdopplung. Ja, nein, dreifache Verdopplung. Das macht so richtig viel Sinn, Patrick. Dreifache Erhöhung des Testosteronwertes. Ja. Und dann dementsprechend, klar, wenn du Testosteron injiziert bekommst, nochmal dreimal mehr als in der Ikarin-Gruppe. Ja. Okay. Was man aber auch sagen muss, dass das TSH, ja, auch nach unten reguliert worden ist und das dafür da ist natürlich auch für die Spermienproduktion. Das heißt, die ein bisschen zurückgegangen ist. Dazu habe ich ein bisschen weiter recherchiert. In einer anderen Studie wurde das genau so nicht beobachtet unter so ziemlich genau den gleichen Parametern. Und jetzt kommt auch so ein bisschen die Vermutung, warum die Pharmaindustrie vielleicht kein Interesse daran haben könnte. Und zwar, der Knochenmetabolismus ist um das Dreifache angestiegen durch Ikaringabe. Und des Weiteren auch die eigene Zelltötungsmaschinerie, das heißt Apoptose, ja, ist verringert worden, ja, dass deine eigenen Zellen sich töten. So, jetzt wird es so richtig spannend. Und zwar, in einer anderen Studie wurde Ikarin ebenfalls getestet, und zwar im Vergleich mit Viagra. Ja? Wichtig, der Wirkstoff von Viagra, Sildenafil. So. Und zwar gibt es da 5 Abkömmlinge von diesen Ikarinen, wurden sozusagen herangezüchtet. Und da gibt es immer nur ganz kleine Verschiebungen, ja, von funktionalen Gruppen wurden da gemacht an diesem Molekül. Ja? So. Und zwar ist es so, dass es da um den IC50-Wert geht. Ja? Was heißt das? Also da geht es natürlich wieder um die Hemmung, ja, von diesen Phosphodiesterase, ja? Wie zuvor schon geschrieben, was Viagra macht. Da geht es auch genau um dieses Enzym. So, und was tut das jetzt besser, das Ikarin oder das Sildenafil? So. Und dieser IC50-Wert beschreibt, wie gering die Konzentration von Ikarin oder Viagra sein muss, um 50% des Enzyms zu hemmen. Das heißt, man möchte einen sehr niedrigen Wert haben, weil das beschreibt die Potenzität, das heißt, wie potent ein Stoff ist, um bereits 50% zu hemmen, ja? Hoffe, klingt logisch, ja? Das heißt, wenn wir nur 1 Gramm benötigen, um 50% zu hemmen, ist das besser, als wenn wir 10 Gramm von diesem Stoff benötigen, um 50% zu hemmen. Dann ist dieser 1 Gramm Stoff natürlich potenter. So. Und man sieht hier, ja, von 1 bis 5 sind die Ikarin-Abkömmlinge und 6 ist dann dementsprechend das Sildenafil. Und man sieht, dass der 5er-Wert potenter ist als Viagra selbst. Und das ist nicht mehr wegzudenken. Das ist jetzt wirklich schwarz auf weiß. Und die Studien werden natürlich gemacht, um den Menschen, der Pharmaindustrie und so weiter, zu präsentieren und damit mit denen halt Geld zu verdienen. Und die Pharmaindustrie hat kein Interesse daran gehabt. Und ich zeige euch jetzt genauestens auch, warum. Und zwar PDE6C oder B, ja, das ist ein bestimmtes Gen, dementsprechend was kodiert wird und was dementsprechend auf ein Enzym später wirkt, ja, und wenn dieses dementsprechend gehemmt wird, führt es zu Sehkraftverlust, ja, dieses PDE6C gehemmt gleich Sehkraftverlust. Und man sieht hier die Werte zum Beispiel, 30,9 bräuchte man von Ikarin, ja, und 0,16 von Viagra, das heißt, 193 mal so viel bräuchte man von Ikarin, um die gleiche schlechte Nebenwirkungen zu erlangen, wie durch Viagra, den Sehkraftverlust dementsprechend fortschreiten zu lassen. 193 mal so viel. So viel kannst du gar nicht essen von dem Zeug, okay? Des Weiteren, ja, es gibt weitere Nebenwirkungen, ja, warum es ebenfalls an das Interesse sein kann. Hier geht es um die Zellvorsätze bei einer Nervenschädigung, ja, von Säugetieren. Wenn die Nervenschädigung haben, habe ich bereits erklärt, dass Nerven sich regenerieren können. Alles hier, der das Gegenteil behauptet, nicht richtig. Ich habe ein Video gemacht, das hat über 200.000 Aufrufe. Diese 4 Stoffe sollten besser geheim bleiben, ja, in der Forschung. Könnt ihr euch gerne anschauen. Da erkläre ich genau, welche 4 Stoffkombinationen dazu beitragen, dass die Nerven sich wieder regenerieren. Und auch dieser Stoff, zum Beispiel bei der Nervenschädigung, sehen wir hier die Nervenfortsetzlänge, ja, 60 Mikrogramm bei der Kontrollgruppe, ja, bei Säugetieren, die dementsprechend Nervenschädigung aufweisen. 220 bei denen, die Ikarin bekommen haben, das heißt, fast vervierfacht sich die Nervensprossung. Und letztendlich bei Viagra nur eine Verdopplung. Das heißt, es ist mehrfach potenter zur Nervenregeneration als Viagra noch, als Nebeneffekt des Positiven, bei der gleichen Konzentration. Ja.
Und das ist nicht alles, ja. Und zwar gibt es auch andere Studien, die bewiesen haben, dass zum Beispiel Claudin 11, ja, das eine Schlüsselrolle spielt, ja, bei der Bildung, ja, von Oligodendrozyten. Mein Gott, Oligodendrozyten. So, und das, die entwickeln sich dann weiter zu Gliazellen, die versorgen deine Nervenzellen mit Nährstoffen, so kann man ja sagen. Das machen Gliazellen, ja. Und auch diese ist um ein Vielfaches geboostet, ja, durch diese Ikarin-Konzentration, ja, als Nebeneffekt. Das sind wirklich Pflanzen, die dein Körper immer wieder ins Positive, in den Normalwert so gesehen, regulieren, ja. Ganz wichtig ist, es wird kein Stoff sein, der euch jetzt unfassbar viel Muskeln verbrennt. Nein, es wird eher das, euch immer helfen, in den Normalwert wieder reinzukommen, ja. Und zwar positiv zu stimulieren halt, mit positiven Nebeneffekten halt eben, ja. Was natürlich eine reine Substanz, die nicht essentiell ist für unseren Körper erstmal, ja, und dann noch chemisch ist, nicht immer so hat. Ja, ich denke, da kann man wirklich nicht weggucken und ich hoffe, irgendjemand, der Pharmazie oder sonst was, die sieht das auch einfach und tut etwas, weil ich denke, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die vielen Menschen vielleicht helfen kann, heute in unserer Welt mit so viel Stress und solche Sachen wieder, ja, stimuliert zu werden, positiv stimuliert werden, mit positiven Nebeneffekten. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Danke für die Loyalität, Leute. Loyalität. Danke dafür, für die loyalen Leute, weil, ja, wir haben es irgendwie geschafft, dass Menschen glücklicher sind. Zum Beispiel jetzt auch in Afrika. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich sehr über das Teilen freuen, sehr über einen Kommentar freuen von dir und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und dabei auf die Glocke drückst, damit du auch wirklich informiert wirst, wenn ein neues Video kommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.